Diesmal kann ich euch alle leider nicht persönlich sehen. Ist ein bisschen komisch. Ich sitze jetzt hier vorm Rechner, schaue in eine Kamera und kriege kein Feedback. Das ist total spannend. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, das Ganze als Online-Konferenz zu gestalten und nicht abzusagen. In der Hinsicht also sind wir sozusagen unterwegs und sagen, wir nutzen die Zeit, wir nutzen die Möglichkeiten. Und ja, das Wetter spielt mit, die Schafskälte treibt jetzt alle nicht unbedingt an den Strand, sondern wir haben die Hoffnung, dass heute noch eine ganze Menge sozusagen uns folgen werden. Über 600 Teilnehmer sind gemeldet, finde ich faszinierend, finde ich gut für einen Samstag, für eine Digitalkonferenz, ein super Thema. Viele, viele Leute finde ich super. Persönlich, ich habe mir noch ein T-Shirt rausgesucht, nicht ohne mein Team. Ich möchte allen nochmal danken, die jetzt hier dran mitgewirkt haben, dass das Ganze auch wirklich so stattfinden konnte. Da sind unheimlich viele fleißige Leute im Hintergrund gearbeitet und das möglich gemacht, dass wir das heute machen können, was wir hier vorhaben. Und was haben wir vor? Wir haben jetzt erstmal ein kleines Panel vor, dass wir sozusagen eine Begrüßung machen mit zwei Keynotes und danach geht es in drei Streams rein. Ich werde gleich nochmal erzählen, was genau. Und danach gibt es auch nebenbei, je nachdem, wann wer wo wie will, die Möglichkeit, On-Demand-Vorträge abzurufen, sodass man sich auch noch über verschiedene andere Themen informieren kann. Die stehen alle in der Agenda drin. In dem Sinne, danke auch mal an das Team, dass wir das alles so weit so gut bereitgestellt haben. Wie gesagt, 600 Teilnehmer online, finde ich faszinierend. Letztes Jahr waren wir in Gummersbach. Ja, Gummersbach mit einer riesen Party hinten dran. Die Party online, würde ich sagen, die schenken wir uns dieses Jahr. Das wird, glaube ich, nicht ganz so gut. Alle beim virtuellen Bier, jeder allein dann zu Hause. Glaube, das wird halt ganz, wäre ganz lustig, aber nicht das zielführend, was wir uns erreichen wollten. Den Austausch, in dem Sinne, schieben wir die Party auf nächstes Jahr. Und machen deswegen noch eine größere Party und hoffen mal, dass wir nächstes Jahr, keine Ahnung, die 1000, 1500 Teilnehmer dann in Gummersbach begrüßen können. Ja, warum eigentlich Gummersbach? Gummersbach ist sozusagen der Ort, wo die ganze Idee für diese Konferenz geboren wurde, weil letztes Jahr fand die Konferenz ja live in Gummersbach statt, an der TH Köln. Und Initiator von der ganzen Konferenz ist der Innovation Hub Bergisches Rheinland. Dafür habe ich mir den Thorsten Mitterberg eingeladen. Der ist sozusagen Geschäftsführer. Ah, halt, ich habe noch was vergessen. Ich muss noch was vorher erzählen. Wir sind ja eine Online-Konferenz und in dem Sinne, ihr seid alle stumm geschalten. Nicht wundern, ihr könnt trotzdem mit uns kommunizieren. Es gibt in dem Tool eine Chat-Funktion. Darüber könnt ihr eure Fragen stellen. Wir werden diese Fragen beobachten und versuchen aufzunehmen, sodass wir so nach und nach dann auch darauf eingehen können. Aber tut uns leid, wenn dann zu viele dabei sind, werden wir wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können. Wir geben uns aber Mühe, sodass wir das ein bisschen in die Vorträge mit einbauen können. Und auch alle Sessions, die ihr heute live seht in den Streams, werden aufgenommen, sodass wir die Nachgang auf YouTube nochmal anschauen können. Dort einfach auf YouTube gehen und nach Digital Exchange suchen. Da findet ihr auch die On-Demand-Sessions und dann später auch in den nächsten Tagen die von heute aufgenommenen Sessions. Genau. Und ich hatte schon gesagt, Gummersbach, der Thorsten Winterberg ist sozusagen Geschäftsführer vom Innovation Hub Bergisches Rheinland. Thorsten, was ist denn ein Innovation Hub in dem Sinne überhaupt? Hallo Frank, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, was ist ein Innovation Hub? Schwer zu sagen, gibt glaube ich keine genaue Definition, außer dass es Berge von diesen Innovation Hubs im Moment gibt. Was machen wir? Unsere Kernzielsetzung ist es, die Unternehmen aus der Region zusammenzubringen. Und zwar ohne einen Fokus jetzt bewusst auf Startups, sondern eher auf kleine mittelständische Unternehmen, bis hin zu sehr großen KMUs. Alle haben dieselben Digitalisierungsherausforderungen. Und wir haben uns halt gesagt, warum soll jeder da für sich alleine jetzt schauen, dass er in diese neue Welt kommt? Lasst uns doch mal zusammentun. Bestimmte Dinge muss jeder angehen, darf jeder angehen. Lasst uns das gemeinsam machen. Und insofern haben wir, glaube ich, einen, ja, vielleicht nicht Alleinstellungsmerkmal, aber zumindest ein Merkmal, was nicht alle der Hubs draußen haben.
dem Sinne, dass wir gefördert sind mit EFRE-Mitteln, mit europäischen Fördermitteln, vom Land NRW gefördert sind. Und damit haben wir so eine Art Prepaid-Projektmannschaft bereitstellen können. Das sind jetzt knappe 30 Köpfe, die da involviert sind. FDE sind ein bisschen weniger, sind auch Stapelstudenten dabei. Und die sind dafür da, um Projekte für die Region zu machen, für die Mitglieder des Innovation Hubs zu machen. Und genau. Und unsere Aufgabe ist es eben, die beiden Welten zusammenzubringen. Die KMUs mit dem Innovation Hub und auf der anderen Seite die Wissenschaft mit den Studenten, mit den Professoren, mit unserem Team, was die Projekte abwickelt. Mhm. Cool. Ihr sitzt dann auch in diesem coolen Gebäude, was da oben rechts zu sehen ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, fast. Also das ist in der Tat der Plan. Ich habe gelernt, es scheint sinnvoll zu sein, so ein Vorhaben wie so ein Innovation Hub mit einem Gebäude zu verbinden. In der Tat ist das Gebäude gerade im Bau. Der Plan, diesen Sommer einzuziehen, wird nicht ganz funktionieren, aber wir sind zuversichtlich, dass es nächsten Sommer soweit sein wird. Aktuell sind wir untergekommen, praktischerweise auch auf dem Campus der TH, auf dem Steinmüller-Gelände in Gummersbach. Da sind wir sehr dankbar, dass wir sehr spontan im Steinmüller-Bildungszentrum zwei Etagen anmieten durften. Besten Dank nochmal an das Team da. Sehr schöne Zusammenarbeit. Und da machen wir jetzt die Aufbauphase des Hubs aktuell. Jetzt sprichst du aber für den Verein, also Innovation Hub Bergisches Rheinland e.V. Welche Rolle spielt denn der Verein in dem ganzen Konstrukt? Guter Punkt. Wir haben dieses große Projektvorhaben, Innovation Hub Bergisches Rheinland. Wir haben da drin zwei Partner. Das ist zum einen die TH Köln, das Konsortialführer der ganzen Geschichte. Da wird sicherlich der Professor Becker nachher auch noch ein paar Sätze zu sagen. Da sitzt die Projektmannschaft, da sitzt das wissenschaftliche Know-how. Da werden die Arbeitskreise betreut, die rausfinden, was die Unternehmen wirklich haben wollen. Und der Verein, relativ kleines Konstrukt in dem ganzen Spiel, hat aber eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich die komplette Kommunikationsaufgabe. Also Mitglieder zu gewinnen, die bestehenden Mitglieder glücklich zu machen, zu schauen, dass die richtigen Projekte gemacht werden. Und über den Verein können dann auch Projekte priorisiert werden, die in dem Projektteam abgewickelt werden. Und wir haben dieses Vereinskonstrukt gewählt, um möglichst einfach neue Mitglieder onboarden zu können, ohne dass man jetzt irgendwie mit GmbH-Anteilen oder irgendwie sowas rumhantieren müsste. Und wie kann man Mitglied werden? Ja, ganz einfach Bescheid sagen. Der Link ist hier mit hinterlegt, innovation-hub.de. Da wird vielleicht heute, spätestens nächste Woche, wird die Webseite, die finale, online sein. Da gibt es dann auch alle Infos, Kontaktansprechpartner. Einfach melden. Also ihr seid sozusagen gerade in der Aufbauphase. Okay, spannend. Welche Themen bearbeitet ihr denn in dem Hub, wenn es jetzt Innovation Hub heißt? Das war in der Tat eine spannende Frage. Wie kommt man da hin an konkrete Projektideen? Da haben wir jetzt diverse Serien von Innovationsworkshops laufen lassen mit den Mitgliedern zusammen. Und der aktuelle Stand ist, dass sich Arbeitskreise gebildet haben zu bestimmten Handlungsfeldern. Das ist total spannend, wie viel Interesse da in der Mitgliedschaft schon vorhanden ist. Da gibt es sowas wie Predictive Maintenance. Das ist eigentlich von ganz breitem Interesse, weil wir sehr viel produzierende Unternehmen in der Region haben. Was das ist, glaube ich, klar, kommt ja auch in Vorträgen heute, ne, diese vorausschauende Wartung. Daran angedockt wollen wir eine Datenplattform bauen, wo dann Maschinendaten reinfließen können, die man auswerten kann, wo man vielleicht KI-Modelle reinpluggen kann. Da sind im Moment diverse Kooperationsgespräche auch mit anderen Projekten, die ähnliche Zielsetzungen haben. Aber auch sowas wie Montage 4.0. Wie sehen moderne Arbeitsplätze in der Industrie aus? 3D-Druck mit allem drum und dran, Augmented Reality. In all diesen Feldern haben sich jetzt schon Projektideen gefunden. Und es dürfen gerne noch mehr werden. Ja, spannend. Spannend. Also ich bin neugierig, passt gut in die Konferenz, glaube ich, rein. Danke dir, Thorsten. Und du hast schon gesagt, Professor Becker von der TH ist sozusagen auch noch jetzt hier in dem Panel mit drin.
Ja, willkommen, Herr Becker. Sie sind Vizepräsident der TH Köln und auch noch mit im Innovation Hub Bergisches Rheinland im Vorstand. Also in dem Sinne, glaube ich, können Sie wirklich aus zwei Richtungen reden. Willkommen erstmal und Sie, glaube ich, können jetzt gerne selber nochmal die ganze Konferenz mit eröffnen, als einer der Hausherren sozusagen. Ja, einen schönen guten Morgen an alle, die ich sehe und die ich eben nicht sehe, denen jetzt zuhöre. Ich freue mich eben heute als Vertreter der Technischen Hochschule Köln eben als virtueller Gastgeber fungieren zu dürfen hier. Und es ist ja die dritte Ausgabe der Digital Exchange. Ich kann mich noch sehr gut an letztes Jahr erinnern, wie Herr Hoppe schon ausgeführt hat, wo wir uns mehr als 1000 Menschen eben in Gummersbach getroffen haben. Aufgrund der Covid-Pandemie haben wir jetzt ein neues Format gewählt. Also es passt aber, denke ich, zu dem Digital Exchange. Also wenn wir, dass es uns nicht gelingt, das digital abzubilden, wen denn dann? Und ich glaube, dass wir im Laufe des Tages eben noch eine Menge an spannenden Vorträgen haben werden aus der Unternehmenswelt, aus Institutionen und eben auch der Wissenschaft in Form von den Livestreams eben oder den On-Demand-Vorträgen. In den letzten Monaten haben wir, glaube ich, alle eine Menge gelernt. Also rückblickend haben wir flächendeckend Erfahrungen gemacht mit verteiltem Arbeiten. Wir haben, glaube ich, eine Menge positive Erfahrungen gemacht. Es funktioniert ganz gut. Plötzlich, gerade in großen Organisationen, waren Prozessverschlankungen möglich, die vorher undenkbar waren. Wir nutzen eben regelmäßig Videokonferenztools. Ich hoffe, dass aber auch jetzt die Internetleitung stabil bleibt. Ich habe gerade immer schon mal so ein bisschen Flashing gesehen. Da weiß ich nicht, ob es bei mir war oder an anderer Stelle. Wir reisen weniger und wir leben praktisch schon New Work momentan. Also die Balance zwischen On-Site-Präsenz im Unternehmen oder eben im Homeoffice. Aber ich glaube, wir machen auch alle, lernen alle die Schattenseite, einige negative Effekte kennen. Zum einen kommen uns, glaube ich, alle sofort in den Sinn, die existenziellen Bedrohungen für viele, die gerade stattfindet, gerade bei Freiberuflern und Solo-Selbstständigen, auf vielen kleineren Unternehmen, größeren Unternehmen. Dann wissen wir noch nicht, was das im Bildungsbereich, bei dem Bereich Kinder und Schulen, den Schülerinnen und Schülern für Folgen hat. Im Wissenschaftsbereich, im Hochschulbereich kann ich sagen, dass das sehr gut funktioniert hat und zwar flächendeckend in der Bundesrepublik, dass wir das gesamte Sommersemester digital realisieren konnten. Das war deswegen möglich, weil eben die im Wissenschaftsbereich wir schon die Werkzeuge seit vielen Jahren verfügbar haben. Wir haben natürlich da Kapazitätsherausforderungen. Aber insgesamt klappt das sehr gut. Ich glaube, wir stellen alle fest, dass uns etwas fehlt, nämlich die persönlichen Begegnungen, gerade auf einer solchen Konferenz, die Gespräche während der Kaffeepause, das Kennenlernen von neuen Personen. Wir sehen auch, dass wir so unterschwellig eine Diskussion zum Thema Datenschutz haben, über die Werkzeuge, auch wie das Werkzeug, was wir jetzt gerade einsetzen. Manchmal sind die Tools eben auch nicht ganz optimal von der Bedienung her. Und die Netzverbindungen sind eben teilweise auch instabil, was hoffentlich während des Tages heute nicht stattfinden, passieren wird. Aber es hängt eben natürlich davon ab, wo ich mich gerade befinde. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, auch in einer Großstadt mit Breitbandanschluss funktioniert nicht alles immer stabil. Nun nochmal zum Punkt Förderung der Digitalisierung von KMU in der Region. Thorsten Winterberg hatte gerade schon ausgeführt, unsere gemeinsame Initiative Innovation Hub Bergisches Rheinland, eine gemeinsame Initiative eben in den Kreisen Oberberg, Rheinisch-Bergischer Kreis und im östlichen Teil im nördlichen Teil des Rhein-Sieg-Kreises. Das Ziel ist eben die Digitalisierung, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region partnerschaftlich zu entwickeln und praktisch in Echtzeit während einem Reallabor Lösungen für Fragestellungen der Praxis erarbeitet. Von Seiten der Technischen Hochschule Köln haben wir momentan 6 Professoren aktiv, 3 aus dem Bereich Maschinenbau, 3 aus dem Bereich Informatik. Der eine oder andere hat vielleicht schon gesehen, derzeit sind noch 2 Schiffsprofessuren dabei, besetzt zu werden. Einmal im Bereich digitaler Produktion und zum zweiten im Bereich von cyberphysischen Systemen. Also wir haben da ein weites Kompetenzspektrum und ich denke, dass wir im kommenden Jahr viel zu berichten haben werden. Und einen Einblick kriegen Sie schon in einzelne von den ersten Ergebnissen und die Kompetenzen bei den heutigen Vorträgen, wo die Beteiligten von der TH Köln ihre Kenntnisse Ihnen vorstellen. Das sind nämlich genau zum Teil die Stakeholder, die Akteure im Innovation Hub Bergisches Rheinland. Darüber hinausgehend
haben wir in der Technischen Hochschule Köln zum letzten Wintersemester ein neues Studienangebot auf den Weg gebracht, was genau auf den die Ausrichtung der Konferenz fokussiert ist, nämlich ein Studiengang, Bachelorstudiengang Code und Kontext, der eben, wir nennen es explorativer Bachelorstudiengang mit integrierter Praxiswerkstatt als Profilmerkmale hat. Das heißt, die Studierenden arbeiten sehr projektbasiert mit Frage- und Anfragestellungen aus Unternehmen. Gleichzeitig wird Entrepreneurship Spirit wird vermittelt und die werden praktisch vorbereitet in Richtung Startups, Gründungen. Da gibt es ja heute auch Vorträge zu dem Thema. Schauen Sie sich doch die Webseite Code & Context auf der Technischen Hochschule Köln an. Da gibt es auch eine ganze Menge spannender Video-Setups. Wir haben eben im Rahmen des Aufbaus des Curriculums mit einer Menge Leute aus dem Digitalbereich gesprochen. Das Feedback war, das ist genau das, was wir brauchen. Also ich denke mir, dass der eine oder andere jetzt gerade zuhört, vielleicht nebenbei mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, Sie werden da spannende Anknüpfungspunkte entdecken. Die Startups brauchen natürlich auch eine ganze Menge Unterstützung. Da haben wir jetzt auch seit April diesen Jahres eine ganze Menge Initiativen auf den Weg gebracht. Zum einen ein Startup Lab, ETH, ein Vorhaben, wo wir praktisch in die Breite der Studierenden gehen, um Gründungsvorhaben zu unterstützen. Es gibt die Möglichkeit, sogenannte Kickstart-Projekte auf den Weg zu bringen. Das heißt, Studierende bearbeiten Fragestellungen mit dem Ziel Richtung Gründung vom ersten Semester an. Und diese Impulse von Themen können durchaus auch aus Unternehmen kommen. Auch hier sind Sie herzlich eingeladen. Wir haben da auch jetzt schon einen Ankerpunkt auf unserer Webseite, in dem schauen startuplab.th, wenn Sie Interesse haben, sich entsprechend einzubringen. Wir haben natürlich jetzt schon auch Gründungsvorhaben, die sehr gut funktionieren. Da haben wir halt die Entdeckung oder festgestellt, dass die jungen Menschen sich häufig fokussieren auf das Thema, ich entwickle meine Technologie und dann mache ich einen normalen Businessplan, also die üblichen Geschichten und werde auch gecoacht. Aber es hapert an der Investment Readiness. Deswegen haben wir gemeinschaftlich mit Wissenschaftseinrichtungen aus der Region und regionalen Stakeholdern in der Region das Vorhaben Fit for Invest auf den Weg gebracht, dem expliziten Ziel, die Investment Readiness der Teams von der sehr frühen Phase an aufzubauen und auch das Investorennetzwerk in der Region zu stärken. Gerade im Gründungsbereich gibt es eben eine ganze Menge Potenziale, die dann gewürdigt werden über Preise. Aber es gibt nicht eben nur das Würdigen von mit Preisen im Bereich von Startups, sondern auch im Bereich von Studierenden. Und da gibt es immer verschiedene Formate. Ein Format ist der Innovationspreis von Opus Consulting, die eben in dem Unternehmen, wo eben Abschlussarbeiten gefördert werden, in der TH Köln, die eben speziell in Richtung Innovation gehen und Vorhaben, die eben das Denken über den Tellerrand hinaus zum Merkmal haben. Und ich freue mich, Ihnen jetzt benennen zu dürfen, die Preisträgerinnen und Preisträger von dem diesjährigen Innovationspreis von Opitz Consulting. Ich fange mal mit dem dritten Platz an. Also wir gratulieren ganz herzlich Herrn Sascha Lehmke, der die Abschlussarbeit bearbeitet hat, automatische Bewertung von Codequalität innerhalb eines Code-Reviews, betreut worden ist von Kollegen Professor Christian Kohls. Der dritte Preis ist dotiert mit 1.000 Euro. Gratulieren möchte ich auch ganz herzlich Frau Katharina Bornheim, die mit dem ihrer Arbeit automatisierte Generierung von regionalen Wettervorhersagetexten unter Anwendung von Natural Processing Language den zweiten Preis erhalten wird, der dotiert ist mit 1.500 Euro und von Herrn Kollegen Professor Bartz Weilstein betreut worden ist. Das passt ganz gut mit der Wettervorhersage. Hier bei mir in Köln-Fühlingen regnet es gerade wie aus Kübeln. Also mit der Arbeit hätte man es wahrscheinlich vorhersagen können. Und der erste Preis geht, wie Sie hier schon sehen, ganz herzlichen Glückwunsch an Herrn Michael Jordan Scholzen für seine Arbeit Künstliche Intelligenz in der Kompositionslehre, also im Bereich der Musik. Und die Arbeit ist betreut worden von Herrn Kollegen Wolfgang Kohnen. Und der erste Preis ist dotiert mit 2.000 Euro. Seinen Preisträgern ganz herzlichen Glückwunsch auch der Firma Opus Consulting, ganz herzlichen Dank, dass Sie die jungen Menschen da auch finanziell unterstützen. Und ich glaube, mit den Lebensläufen macht sich das ganz gut, immer mit einem Preis und einer Urkunde da ausgezeichnet zu sein. Die haben es auch verdient. Ich möchte abschließend nochmal allen Vortragenden ganz herzlich danken für den heutigen Tag.
dass sie eben sich engagieren und ihr Know-how teilen mit denjenigen, die heute vortragen werden, zuhören werden. Und auch den Organisatoren aus den verschiedenen Bereichen, dass sie eben die Erfahrung in dem jetzigen Format ermöglicht haben. Ich wünsche Ihnen und uns allen interessante Streams und On-Demand-Vorträge und freue mich jetzt gleich auf die beiden Keynotes. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke, Professor Becker. Und ich kann das nur bestätigen. Der Innovationspreis, ich fand das auch faszinierend, was da eingereicht wurde. Alleine schon mal sich aufzustellen, eine Kompositionslehre, also das, was Musikstudierende innerhalb von einem Semester lernen, könnte doch auch sein, dass das jemand sozusagen, also das eine KI kann. Und in der Arbeit wird halt einfach geprüft, ist die KI soweit in der Lage, ist sie verlässlich, das, was dort gelernt wird, dass man das auch nutzen kann. Und man sieht bei eigentlich allen drei Arbeiten, das passt super auch in die Konferenz. Und Professor Becker, was Sie gerade gesagt haben, ich finde das faszinierend, gerade wenn Sie jetzt sozusagen einen neuen Studiengang, wahrscheinlich wird es dann nächstes Jahr noch schwerer, Preisträger zu ermitteln, weil noch mehr Ideen dort eingereicht werden. Ich glaube, das war dies Jahr schon sehr schwierig und das Gremium zur Auswahl hat sich sehr oft zusammengetan, damit halt man auch eine gemeinsame Preisträgerfindung findet. In dem Sinne. Könnte ich jetzt sagen, mit den Worten von Klaus Wowereit, das ist auch gut so. Genau, ja, das ist genau, das ist gut so. Für die Teilnehmer, es wird im Nachgang und die Professoren nochmal ein gemeinsames Treffen geben, weil wir dies ja nun leider kein Händeschütteln machen können. Die Preisübergabe wird sozusagen dann gehen, wenn wir halt uns alle irgendwie nochmal treffen können. Dann wird es ein gemeinsames Essen geben. In dem Sinne alles nochmal in die Richtung. Jo, bevor wir jetzt sozusagen in die Tiefen einsteigen, will ich nochmal einen kurzen Überblick über den heutigen Tag geben. Gleich wird es einen Vortrag geben von Rafael Laguna de la Vera. Ich finde das ganz spannend, Direktor Bundesagentur für Sprunginnovation, warum digitale Souveränität nur mit Open Source geht. Da werden wir gleich mal ein bisschen mehr drüber hören. Im Anschluss freuen wir uns, den Präsidenten von Bitkom hier zu haben, Achim Berg. Der wird über digitale Innovation sprechen, jetzt erst recht. Das heißt, was bedeutet das jetzt eigentlich gerade für uns alle, die sich hier vielleicht eingewählt haben, aber auch für Unternehmen, die jetzt gerade in der Welt da draußen unterwegs sind und überlegen, was sie gerade tun sollen, vielleicht auch in den Krisenzeiten. Und anschließend werden wir in die Streams einsteigen. Das sind drei verschiedene Streams, die mit Live-Vorträgen sind. Ihr müsstet alle ein PDF bekommen haben. Auf dem PDF gibt es so eine kleine Türchen. Hinter diesen Türchen befinden sich die Links zu diesen Streams und unten gibt es dann noch einen Link zu YouTube. Also wie gesagt, auf YouTube findet ihr auch die ganzen On-Demand-Vorträge. Wir haben nämlich, ehrlich gesagt, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Vorträge es waren unendlich viele. Und wir haben uns dann entschieden, live online kann man nicht, leider nicht so viele machen wie live direkt in den Räumen, wo man halt schnell hinterher springen kann. Aus dem Grund haben wir gesagt, gut, dann werden wir halt manche Speaker anschreiben, ob sie nicht Interesse haben, ihren Vortrag aufzunehmen. Und genau aus dem Sinne sind jetzt ganz, ganz viele Vorträge schon aufgenommen und in die auch in die Streams eingeteilt, sodass man dort sich die einzelnen Themen auch nochmal anschauen kann. Die drei Streams werden von Professoren der TH begleitet. Also der erste Stream ist der Moderator Stefan Bente. In dem zweiten Stream, wo es um Digitalisierung und Engineering geht, ist Nicolas Pichny der Professor, der sozusagen das begleitet. Und der dritte Stream ist Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft. Da ist Professor Christian Kohls derjenige, der es begleitet und moderiert. Das heißt, also auch dort habt ihr die Möglichkeit, immer wieder Fragen über den Chat zu stellen, wichtig, Chat, nicht die Fragen-Antworten-Funktion, sondern den Chat, über den Chat zu stellen und die Moderatoren greifen dann diese Fragen auf und gehen dann dort sozusagen geben das weiter an die Referenten. So, und jetzt freue ich mich, unseren ersten Keynote-Speaker sozusagen begrüßen zu können, Raphael.